Aragon, gehen wir in die Hundeschule? Gehen wir etwas lernen? Samstagmorgen, das heisst ab in die Hundeschule. Wir gehen zur Erika Howald, das Arch auf dem Berghof und das eigentlich schon seit Welpen. Wir haben dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Welpenprägung war super. Also wir haben sehr gut darauf geschaut, dass die Welpen positive Erfahrungen machen können. Andere haben auf eine positive Art kennenlernen erfahren. Und man hat sehr gut schon auf die erste Prägung geschaut und eben auf die erste Erziehung. Und am Anfang da stehen wir ein bisschen ins Kreisli und dann gibt es allgemeine Informationen, zum Beispiel Jagdsaison oder was sonst so hundemässig läuft, so News, Erziehungstipps. Und da ist es jetzt auch für die Hunde wichtig. Sie kommen rein, sind aufgeregt und dann müssen sie schon zuerst mal so ein bisschen still haben und sich beherrschen und nicht Gudeli fressen. Die Bitte da. Schlimm. Dann auch immer nach den ersten Infos, nach dem ersten Ankommen, gehen wir dann mit den Hunden auf einen Rudellauf, also einen Freilauf, wo sie dann auch zusammen spielen und säckeln können. Wir zeigen hier Ausschnitte aus zwei verschiedenen Tagen. Das hat einfach gute Eindrücke aus beiden Tagen, die wir hier gefilmt haben. Man sieht ein bisschen aus dem Aragon seiner Sicht mit der GoPro und auch aus unserer. Ganz normal. Beim Aragon haben wir ein bisschen gemerkt, dass er gerne vorne ist und alles geht erkunden und erschnüffeln. Er will einfach alles schauen und abchecken. Wir haben nicht das Gefühl, dass er immer vorne sein will, aus Dominanz, sondern mehr wirklich das Gefühl, also kann vielleicht auch ein bisschen vom Jagdhund her sein, alles abchecken, erspäht. Aber wir haben das Gefühl, dass bei ihm einfach erstens mal säckelt er einfach gerne wie Frucht. Hin und her und zick und zack und vorne und hinten. Aber er will einfach schauen, es nimmt alles Wunder, es ist einfach Lebensfreude.
Neugier und verspielt ist er ja wie verrückt. Und ich glaube, der will einfach schauen, zack, zack, zack. Und er schaut, was wir jetzt hier auch schön haben gesehen, ist noch cool, ist noch spannend. Das aus ihrer Sicht gesehen, was wir gar nicht haben wahrgenommen vorher so in dieser Finesse. Er schaut wirklich immer zurück, er schaut immer wieder zurück und er kommt immer wieder zurück. Kann schauen, ah, sie sind noch da, gut, kann ich wieder schauen. Wieder vorgehen, kommt wieder zurück. Er macht das wirklich super, also das ist schön. Vorderst. Dann können wir dann die Hüte, die Hunde kommen dann schon, wenn der Jäger ausbrechen will und wieder nach Hause holen. Das ist ja sehr interessant, so in einem Rodellauf. Es gibt immer so die Hüte-Hunde, so die Rodelführer, die das ganze Rodel zusammenhalten. Das funktioniert automatisch unter den Hunden. Das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Jetzt sieht man gut, wie er abgeholt wird vom Rodelführer. Hier will er ausbrechen. Und zack, da kommt schon der Rodelführer und schickt ihn wieder zurück. Kontakt haben. Man sagt ja auch, dass es gewisse Hungerhäuser gibt, gäbe es sonst auch einen gewissen Rassismus. Also es heisst halt schon, rassenähnliche Hunde verstehen sich, die reden die gleiche Sprache, die verstehen sich gut. Und, aber es ist sicher auch ein Vorteil, wenn sie von klein auf lernen, eben auch andere Rassen zu verstehen. Also, dass man es eben, dass sie auch lernen, nicht fehlinterpretieren. Und auch für uns selber ist es auch immer wieder interessant. Ja, wie ist jetzt etwas interpretieren von welcher Rasse, die man vielleicht vom eigenen Hund ganz anders kennt.
Das ist jetzt von einem anderen Tag, wo wir Rodelauf haben gemacht und hier sind wir jetzt auf dem Feld. Also wir gehen meistens auf dem Feld, aber dann ist das Gras nicht zu lang geworden. Darum sind wir mal im Wald. Und hier haben sie halt mehr können säcken, wirklich, da war es so offener gewesen und da ist es wirklich können Dampf ablassen. Aragorn! Aragorn! Such dich wieder. Das ist ein Suchhunde. Aragorn! Gut, wenn sie dann eben mal ein bisschen auspowern, ein bisschen spielen und sind dann auch viel konzentrierter, für wirklich zu arbeiten. Genau, so hat man zwei Vorteile, die man hier kann ausnutzen kann. Das eine eben das Verhalten im Rodel mit anderen Rassen und das andere, dass sie mal auspowert sind und besser konzentrieren können. Es ist sicher auch noch wichtig zu betonen, es hat hier mehrere Helfer auch. Und weil es so viele Hunde hat natürlich. Und es wird wirklich gut darauf geschaut, dass nie ein Hund attackiert oder schikaniert wird. Also ein bisschen können sie sicher selber auch immer ein bisschen untereinander ausmachen. Das ist auch wichtig, wie bei den Kindern tut man ja auch nicht immer überall alles Regeln eingreifen. Aber es wird sehr gut darauf geschaut, dass eben kein Hund irgendwie Schaden nimmt oder traumatisiert wird. Oder eben irgendwie ein negatives Erlebnis daraus trägt. Aragorn! Hier! Aragorn! Hier sind wir! Hey! Hier sind wir! Freilauf geht es an die Übungen. In dieser Hundeschule wird eigentlich weniger auf Dressur geschaut. Also man macht auch Übungen für Dressur und für das Köpfchen und so und die Auslastung. Aber es geht schon schwerlastiger darum, um den Alltag zu meistern. Also einfach um die Führung hauptsächlich, dass die Hunde auch ruhig und gelassen bleiben können. In Stresssituationen und da wird wirklich Schwergewicht drauf gelegt. Und das finden wir eigentlich auch super. Also es bringt uns nichts, wenn der Hund das Viereck im Kreis laufen mit dem Hangstand in der Mitte, wenn er nachher im Alltag nicht gelassen kann sein. Also es ist wichtig, dass er auch mal alleine sein kann, dass er sich eben lassen führen, dass er seinem Menschen vertrauen und nicht selber muss Situationen regeln. Dass die Leinenführigkeit ist sicher ein grosses Thema immer. Und eben vor allem auch in der Bedrängung in der heutigen Zeit, wo es so viel, so eine dichte Gesellschaft ist. So solche Themen sind hier wichtig. Und für uns stimmt das so wirklich super. Alles andere kann man auch noch Supplement dazu machen. Es ist auch sehr schön, dass einfach hier wirklich auf die natürliche Art geschaffen wird und auch viel der Natur abgeschaut wird. Also das Verhalten vom Mensch zum Hund, eben wirklich, was ein bisschen natürlich bleibt und nicht irgendwie etwas gekünstelt wird mit dem Hund. Vermenschlichen vor allem. Also, er wird hier überhaupt nicht vermenschlicht. Er wird als Hund behandelt und das ist auch richtig so.
Tag sieht man gut, dass sie halt wirklich einfach noch Junghunde sind. Und einfach, ja, sie finden jetzt, dass sie ein bisschen langweilig und würden jetzt lieber ein bisschen rumtrollen und spielen. Aber es ist eben auch gut, wenn sie das jetzt auch lernen, um mal einen Moment stimmen, weil jetzt sind sie nicht dran. Und dort ist jetzt der Aragon einer, da muss man noch mehr auf die Leine stehen. Und das ist ja überhaupt nichts Böses, sondern da geht es echt darum, dass er dann eigentlich die Energie würde brauchen und seine Kraft für zu liegen. Oder ein bisschen anders als hier. Viele Hunde können das schon schön stillhocken und warten und zulassen. Für ihn ist das noch in weiter Ferne, glaube ich. Er kann anders ganz gut, aber dort ist er wirklich einfach manchmal noch ein Baby. Da sehen wir jetzt eine Übung, da ist es darum gegangen, dass der Hund ohne Gudeli und ja, wirklich ohne Belohnung mit Gudeli und so, ohne Bestechung in dem Sinn, auch wenn wir am Boden hocken und nicht über ihm sind, auch diese Kommandos super ausführen. Also da geht es mehr auch um, also so habe ich es verstanden, um die Haltung, die man ausstrahlt, als um irgendwelche Belohnungssysteme. Hier nie mit Gudeli und Belohnung und guter Lockstoff arbeiten. Gerade für eine Übung aufzubauen, kann es manchmal sehr hilfreich sein, dass der Hund versteht, aha, so weiss ich es haben. Aber es muss eben dann auch mal ohne gehen. Und gerade das Sitzen und das Platz ist ja irgendwann wirklich nicht mehr so etwas Schwieriges. Natürlich in der Ablenkung immer noch zacken, ja, schwieriger eben als daheim in der Stube. Also sie sagt ja, wenn der Hund daheim ein perfektes Platz und einen Sitz hat, und dann kann er eigentlich nichts. Also das ist jetzt böse gesagt, aber tut ihn mal in ein Rudelhund oder irgendwo im Einkaufscenter und dann macht es mal dort. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Jetzt mit in der Ablenkung. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist, dass er eben den Hund auch in der Ablenkung kann kontrollieren kann. Das ist eigentlich das, was sie Gewicht legen. Da geht es gerade zur nächsten Übung. Das ist wieder am anderen Tag. Da sind wir auch vom Feld gekommen. Grad. Und der Hund läuft hier ohne Leine neben uns. Das war die Aufgabe gewesen. Also eigentlich ein Fuss. Und da geht es jetzt vor allem um Vertrauen. Wir haben dort den Hund einfach an Baum gebunden. Also man kann das ja überall. Natürlich muss man schauen, dass er dort nie gestört und ab... Also, ja, nicht gestört oder in Gefahr ist. Und nachher einfach kommentarlos wegzulaufen. Der Hund muss uns, also lehrt dann auch, einem vertrauen, weil er weiss ja dann, sie kommen ja wieder und dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Ich denke, es geht doch ein bisschen darum, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Einkaufszentrum oder irgendwo hergeht oder der Hund nicht dürfte reinnehmen, dass er eben auch nicht draussen Randalen macht, dass der Hund ruhig kann bleiben und weiss, Herrchen oder Frauchen kommt wieder zurück. Wobei, ich glaube, ich würde jetzt unseren Hund nie einfach irgendwo draussen lassen, außer im kleinen Quartier. Also nicht, weil er es nicht kann, sondern ja, dann die Angst, dass er vorkommt. Ich würde auch meinen Kinderwagen nie so draussen lassen. Da sind wir dann eben alle weggelaufen. Die Erika ist dann noch oben geblieben, um zu schauen, eben für die Hunde, die noch Probleme damit hatten. Und die sind aber alle wirklich super schön, gleich mal super schön ruhig gewesen. Und ja, es trägt wirklich Früchte, was wir da machen.
Knöpfe gemacht. Und auch hier, das sind wirklich spezielle kleine Finessen, wo man vielmals gar nicht beachtet. Das hat einfach geheissen, geht her, holen und wieder weiterlaufen. Genau, einfach als wäre es das Normalste der Welt. Das ist jetzt speziell eine Übung für eben in der Bedrängung. Das machen wir eigentlich noch viel so ähnliche Übungen. Ja, lernt einfach hier eben auch wieder Vertrauen haben auf seinen Meister und nicht die Situation selber zu übernehmen, sondern wir übernehmen es für den Hund und ihm so klar signalisieren. Und man sieht hier, das sind wirklich viele Hunde, ganz verschiedene. Und sie bleiben alle ruhig, also es wird keiner vom anderen irgendwie attackiert und das ist schon noch eindrücklich. So. Es ist auch nicht ein Höllengebau oder ein Theater und ein Tabu. Also die machen das wirklich schön, die da in ja, uns allen, also ihren Leuten. Folgen und darauf vertrauen und das machen, mitmachen. Oh.
Was soll ich probieren? Ich will mal probieren. Ja, vielleicht hast du eine Chance. Ist jetzt schon was los? Ja, das ist genug, er ist so cold. Oh, du bist Das wäre es wieder mal gewesen. Genau, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch etwas für euch mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.